Hallo und herzlich willkommen zurück zu Ultima 7 Teil 2. Ich habe mir gedacht, eigentlich bringt es nicht wirklich irgendwas. Geht wahrscheinlich schief, wenn wir jetzt das Gespräch so abbrechen. Gerade hier bei dem Gespräch, ja, das ja relativ wichtig ist. Deswegen habe ich das Ganze nochmal neu geladen und bin direkt hierher gekommen. Hab noch mit den jungen Mädchen, dessen Name mir gerade nicht einfällt, mehr noch geredet. Und bin dann hierher gekommen und habe dann alle Gesprächsthemen mit Lord Martin schon gemacht, die wir schon hatten. Da ich neu geladen habe und direkt hierher gekommen bin, haben wir ein Gespräch mit den Bildhauer, war das glaube ich, jetzt verpasst. Beziehungsweise müssen wir nochmal wiederholen, aber das sollte ja kein Problem sein. So, lasst uns erstmal nach Astrid fragen. Das ist leider die Ritterin, die hier gestorben ist. Der Helm auf Monitor? Okay. Raid the Goblins? Ja, mach dann noch mit Dings. Okay, Badmates? Brandon, das ist doch der Dings, der Leiter von den Wölfen, oder? So, was haben wir sonst noch? Night Champion. Okay, das ist sogar mehr als ein Lord. Hm. Und Astrid, und diese Astrid war sowas anscheinend. Und, als Night Champion hat man auch diesen Helm, darf man diesen Helm tragen. Okay. Das hier. So, Gohandia. Okay, alles klar. Jetzt fragen wir als erstes nach dem Enchanter. Weißhaarige Zauberer. Hm. Ja, ich glaub's auch. Sollen wir nach der Erlaubnis fragen? Ich glaube, das machen wir später irgendwann. Das machen wir jetzt noch gar nicht. Ja, das hatten wir jetzt schon. So. Und, ja. Gleich passiert noch was. Und da kommt ja unser Freund Dupré. Sehr schön. Ich wusste, warum ich dieses Gespräch nicht unterbrechen wollte. Okay, sehr schön.
Okay. Sehr schön. Wie sieht es denn bei ihm aus? Okay, statt dieses Magebane Sword hat er eine Eggschale, Eierschale und ihm fehlt, er hat ein Schild auf Monitor. Das heißt, sein Schild müsste hier irgendwo im Monitor zu finden sein. Ansonsten sieht es eigentlich aus, als ob er. Ja, ansonsten hat er alles da. Na ja, gut. Lass uns doch mal. Hier reintun. So, ich hoffe, ein Schwert brauchen wir jetzt im Moment gerade noch nicht. Alles klar, dann lasst uns mal vielleicht mit den anderen Leuten hier noch reden. Oh, danke schön. Ja, der Leiter der Wölfe, alles klar. Wir müssen unbedingt so ein Ritter werden. Ich glaube, vorher bringt's fast gar nicht. Bringt's fast gar nichts hier mit den Leuten zu reden. Habe ich jedenfalls den Eindruck. Okay. So, wen haben wir da noch? Beziehungsweise, ich schreibe es mir mal auf. Brandon, mit dem müssen wir auf jeden Fall noch reden. Das geht nicht. Mit dem kommt man noch nicht reden. Nur damit ich weiß, wann mit welchen Leuten ich noch reden muss. Okay, was kannst du über den Enchanter sagen? Ja, Iolo, er ist es tatsächlich. So, was haben wir sonst? Ritter? Ja, also wir sollten anscheinend tatsächlich erst diesen Test bestehen und dann mal mit den Leuten reden. Aber wir gehen erstmal ins Dings rein und suchen Iolo auf. Centra, mehr mit Centra haben wir schon geredet. So, lass uns mal kurz gehen. Iolo aufsuchen und dann kommen wir wahrscheinlich wieder hierher, um nochmal mit ihm zu reden. Mit Lord Marden, wegen den Ritterdings. Dann können wir ihm vielleicht auch sagen, dass er Iolo freilassen soll. Dass es kein böser, weißhaariger Zauberer ist. Sofern er ihn freilässt, das ist natürlich auch wieder die andere Sache. Wir werden sehen. Erstmal muss ich es erstmal wieder finden. Ich habe es doch schon gefunden, das Gefängnis. In der letzten Folge, da ist das hier. War das nicht hier irgendwo? Ja, hier muss es doch gewesen sein. Das ist das Gefängnis. Und ich glaube, ich habe ihn schon gesehen. Ja. Aha. Da haben wir doch gleich mal ein bisschen was zu essen hier. Ich hoffe, das kann ich einfach so mitnehmen. Weil Essen werden wir früher oder später auch noch mal ziemlich viel brauchen. So, ist da was drin? Ne.
Dann können wir mal mit Iolo reden. Es ist tatsächlich Iolo. Okay, alles klar. Wir reden nochmal mit Dings. Lord Martin. Dann haben wir tatsächlich unsere alle Leute schon gefunden. Und ich hätte gedacht, es dauert länger, bis wir die alle wieder zusammenfinden. Ich hoffe, er ist jetzt noch im Ding drin, in der. Wie heißt's? In der Krematorium? Dann schauen wir mal, dass wir schnell Ritter werden. Und wenn wir Ritter geworden sind, dann können wir auch mal mit den ganzen Leuten hier reden. Und dann reden die auch hoffentlich richtig mit uns. Er ist auf jeden Fall noch da. So, können wir jetzt nochmal mit Iolo reden? Duty des Goblins, Enchanter. Nein, ist er nicht. Er wurde beim Blitz getroffen. Okay, und wir können ihn nicht rauslassen, weil wir kein Ritter sind. Naja, wir müssen also auch, um ihn rauszulassen, Ritter werden. Und wir müssen auch Ritter werden, damit wir mit allen Leuten sprechen können, weil manche reden gar nicht mit uns. Manche sind eher unfreundlich, aber ein bisschen was. Aber wer weiß, ob da nicht noch mehr kommen würde. Na gut. Dann fragen wir mal nach der Dings. Ja, genau. Courage ist das Soul of Life. Okay. Dankeschön. Dann schauen wir mal, ob wir das Ding finden. Es ist ja irgendwo im Norden, hieß es. Nördlich aus der Stadt raus. Dann machen wir nämlich erstmal den Rittertest. Werden Ritter. Und danach. Kommen wir da raus? Nee, ich glaube nicht, oder? Nee, nicht wirklich. Wir müssen durch. Es gibt nur einen Ausgang anscheinend. Rittertest machen und dann Iolo befreien und danach mit allen Leuten mal hier reden, weil dann können wir auch richtig mit ihnen reden. Ich hoffe, dieser Rittertest wird nicht zu heftig. Beziehungsweise, Moment mal. Iolo hat noch keine Dings. Keine Waffe. Haben wir nicht irgendeine Waffe gehabt? Joho. Okay. Ja. Klasse. Vielleicht sollte ich die Häuser noch ausplündern, um eine gescheite Waffe für ihn zu bekommen. Naja, schauen wir erstmal, was es gibt. Wenn nicht, muss er halt mit Dolch auskommen. Was soll's? Ist besser als nix. Wäre es schon Nacht wieder? So. Ach so, falsche Taste. Können wir mit dir reden? Ja, bitte. So, gut, hier sind wir und jetzt müssen wir, wenn ich es richtig verstanden habe, nach Westen gehen. Hierher? Nee, ich glaube irgendwie nicht. Nee, das sieht nicht wirklich danach aus. Nun gut. Irgendwo nach Westen müssen wir gehen. Frage ist nur, wie. Wow. Okay, diese Stürme sind echt übel. Ja, hier müssen wir wahrscheinlich lang gehen.
Würde ja Sinn machen, dass es nicht zu weit von der Stadt entfernt ist. Können wir eigentlich jetzt nochmal mit denen reden hier? Nee. Nee, nicht wirklich. Nicht wirklich. Das geht aber ganz schön weit weg. Ich hätte jetzt gedacht, das müsste näher sein, aber. Ist da jemand drin? Ah, das ist vielleicht der Dings. Dieser Schmett oder wie er heißt. Ja, wir sind richtig. Okay. Ah, wir kriegen also Totenanimal, das heißt, es könnte einer von diesen drei sein, der Leopard, der Bär oder der Wolf. Okay, und dann müssen wir das Fleisch zu Lucilla bringen und zum... ja. Und wir müssen es allein machen. Naja, gut. So viel zu dem Thema der Dolch. Ja, wir wollen das machen. Es ist ja klar, dass Dupré gleich nach dem Papp fragt. Aha, und wir müssen bestimmte Sachen tragen. Okay. Dass der so lacht, gefällt mir jetzt gar nicht. Ja, da habe ich jetzt auch gerade ein schlechtes Gefühl. Was tragen wir denn? Wir tragen tatsächlich nur Ledersachen. Noch nicht mal eine Hose oder Schuhe hat er uns gelassen. Und auch keinen Rucksack. Ja. Ich bin begeistert. Nun gut, ich finde aber, das ist ein guter Zeitpunkt, um die Folge zu beenden. Und in der nächsten machen wir dann mal weiter mit diesem Test hier. Da bin ich ja echt mal gespannt, was uns da erwartet. Nun gut, dann sage ich mal vielen Dank fürs Anschauen. Macht's gut und bis zur nächsten Folge. Tschüss.